Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, heute wieder ein Video. Es hat sich nichts großartig verändert. Wir sind weiterhin im Anstieg. Gott sei Dank hat sich der Anstieg etwas abgemildert. Warum melde ich mich? Ich melde mich, weil ich Sie einfach darum bitte, halten Sie weiter durch. Achten Sie weiterhin aufeinander. Halten Sie Abstand, tragen Sie die Maske und beachten Sie die AHA-Regeln. Es sieht so aus, dass wir auch in den Krankenhäusern aktuell 36 Menschen haben, die dort liegen und positiv getestet wurden. Das sind natürlich Zahlen, die uns nicht freuen. Was positiv ist, ist, dass der Anstieg etwas abgemildert ist. Aber um die Tendenz ganz zu brechen, um es wirklich zu schaffen, dass die Zahlen nach unten gehen, brauchen wir sie weiterhin. Sie haben bisher, auch jetzt in den letzten anderthalb Wochen, hervorragend mitgearbeitet. Ich bitte Sie, tun Sie dies weiterhin. Am Dienstagabend konnten wir alle erleben, wie herrlich die Festung illuminiert war. Das war ein Dankeschön an Sie. Das war aber auch ein Zeichen der Hoffnung und ein Zeichen der Verbundenheit. Und in diesem Zeichen der Hoffnung bitte ich Sie auch, lassen Sie uns weiterhin gegen die Pandemie kämpfen. Lassen Sie uns weiterhin aufeinander achten und lassen Sie uns weiterhin immer daran denken, wenn ich mit einem Menschen im Kontakt bin, halte ich Abstand, trage ich dort, wo es erforderlich ist, die Maske und denke daran, dass ich alles verhindere, um ihn gegebenenfalls anzustecken, denn ich weiß ja nicht, ob ich positiv bin oder nicht. Deshalb sage ich, wir schaffen das. Lassen Sie uns alle weiterhin gemeinsam daran mitwirken, damit wir dann hoffentlich in der zweiten Dezemberhälfte Lockerungen zu spüren bekommen und ein Weihnachtsfest feiern können, wo es wieder Freude macht, anderen Menschen zu begegnen, ohne ständig zu viel Angst haben zu müssen, dass etwas passieren kann. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Achten Sie auf sich, achten Sie auf Ihre Nächsten und bleiben Sie gesund.